Passt. Funktioniert. Gut. Dann herzlich willkommen zum neuen Projekt. Später auf YouTube. Ich bin gerade im Stream. Mach's gerade live. Wir spielen Infected Free Zone. Was ist Infected Free Zone? Moment. Guck mal, Musik im Hintergrund. Das ist ein bisschen laut. Ich erzähle gleich noch was dazu. Ich kann wohl schon sehen, was noch alles kommen will. Kommen wird. Oh Gott, es ist laut. Warte, es ist laut. Ich dachte, ich hätte es leise gestellt. Okay, anwenden. Hallo? Ich bitte zurück. Danke. Infected Free Zone. Wir sind in einer Zombie-Apokalypse und versuchen eine Base aufzubauen, versuchen das Ganze zu überleben. Solange wie es geht. Das Coole an Infected Free Zone ist, das ist quasi, es ist nicht Google Maps, aber es ist quasi, es beruht quasi auf Google Maps prinzipiell, aber es ist irgendein anderes Programm, auf was das, was die genommen haben. Wir werden quasi, wir können irgendwo auf der Welt spielen und das wird halt relativ realistisch generiert. Das Spiel ist noch in Early Access, es gibt noch nicht so krass viele Features wie zum Beispiel Hügel und so. Momentan ist es einfach nur eine Karte. Ist aber okay für den Anfang, ja. Ihr seht das hier auch. Hier seht ihr auch Beta. Wo, seht ihr? Na, ganz knapp. Ihr seht BE. Es ist Beta. Es ist noch ganz am Anfang. Es ist gestern rausgekommen erst. Das heißt, die Gegenden sehen wirklich so aus, wie sie aussehen. Auf der Karte. Natürlich hat das Spiel gewisse Assets, bestimmte Gebäudetypen und so, die dann halt dahingesetzt werden. Ne? Also das sieht nicht, die Gebäude sehen nicht 100% so aus, wie sie halt in Realität aussehen. Aber es basiert darauf. Die Assets werden quasi an die Stellen gesetzt, wo auch Gebäude wirklich sind. Je nachdem, was es für Gebäude sind, wenn es eine Schule ist, ist es im Spiel auch wahrscheinlich eine Schule. Und du findest dort halt Wissen zum Beispiel. Ne? Normale Wohnhäuser, kannst du alles Mögliche finden. Vorzugsweise wahrscheinlich Lebensmittel und so Zeugs. Es ist immer noch so laut irgendwie, oder? Verdammt. Okay. Und ja, prinzipiell können wir halt überall auf der Welt das Spiel spielen und versuchen zu survivalen. Es wird quasi immer ein gewisser Cluster ausgewählt. Du kannst ja nicht die komplette Welt in dem Sinne spielen. Du hast einen gewissen Cluster, in dem kannst du richtig spielen. Und du kannst dann Expeditionen außerhalb des Clusters machen. Und natürlich, wie man das gerne machen würde, würde ich das gerne die erste Runde in diesem Spiel in meiner Heimat natürlich machen, in meinem Heimatdorf. Ich weiß nicht, da man ja natürlich auch irgendwie Waffen und Co. braucht. Die Sache ist, wenn ich zum Beispiel in Midweida starten würde, wäre eine Polizeistation, wäre natürlich obviously, dass ich da Waffen und so finden würde. Wenn ich aber hier in meiner Gegend starte, im Dorf, weiß ich nicht, wie viel ich haben werde, was ich haben werde. Es kann passieren, auf dem Dorf ist das Spiel ein bisschen schwerer. Gleichzeitig ist es auch vielleicht auch besser, weil nicht so viele Infizierte da sind. Das Spiel simuliert das auch richtig. Das heißt, wenn du mitten im Wald auf einem kleinen Hof mit 4 Häusern bist, wirst du relativ wenig Infizierte haben. Die Infizierten kommen nur nachts raus. Tagsüber ist alles okay. Sobald es nachts wird, geht's los. Dann sollst du am besten in Häusern sein, dich verbarrikadieren. Na, wie man das so kennt. Wie ist der Film mit Will Smith? Ich komme gerade nicht drauf. Diese Zombies sind so das Prinzip wie dieser... Wie hieß der Film? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Jedenfalls sind die Zombies so das Prinzipiell. So, das Prinzip. Ich würde sagen, wir probieren es einfach. Ich weiß nicht, ob mein Dorf spielbar ist. Also, kannst du spielen, aber ob es spielbar ist oder ob das übelst schwer ist, weil es hier halt nichts gibt. Holz, wenn ich genug habe, ringsrum ist Wald. I'm Legend. Genau das ist es. Neues Spiel. So, du kannst jeden Standort wählen. Ich gebe einfach mal mein Heimatdorf an. Also theoretisch kann ich auch mein Haus spielen, was ich aber nicht tun werde, weil das, glaube ich, in dem YouTube-Video und Co. Schwierig wird. Hä? Drei werden? Geht das jetzt nicht? Hier, drei Werdener Weg mit weiter. Da ist es, da kommen wir nah ran. Oh Gott, es lädt. Okay, jetzt habe ich gar keinen Sound mehr. Geil. Es ist halt... Ne, hier hat man Midweida. Hier ist Midweida.
Und ihr seht schon, wir haben ein gewisses Raster und da können wir uns dann irgendein Hauptquartier aussuchen und dann geht's los. Ich würde natürlich gerne in meinem Heimatdorf spielen. Das wäre das hier. Ich kann auch nicht ran. Das ist so gut. Okay. Mittweida, hier haben wir Treverden, Schönborn, Seibersbach. Es ist natürlich noch klein. Es soll irgendwann auch Mod-Support kommen wohl. Dann hoffe ich, dass man diese Fläche wesentlich größer machen kann. Okay, wie starte ich am besten? Ich will in meinem Heimatdorf versuchen zu surviven, solange es geht. Wenn ich hier starte, also das wäre halt unten in Dreiwerden direkt im Tal. Hätte ich ein bisschen was von Seiversbach dabei, ich hätte Schönborn dabei. Ich bin so gespannt, wie das dann aussieht. Hier würde sich jetzt nach oben hin nicht viel verändern. Ich hätte hier halt mehr Wald, wenn ich das hier oben nehme, aber das ist ja an sich irrelevant. Wenn ich das hier unten nehme, hätte ich hier nochmal. Das müsste der Vierseitenhof, der Bauernhof sein, mitten in der Pampa. Bin ich erst vor ein paar Tagen lang spaziert. Also ich bin hier lang spaziert, dann hier da lang. Ich würde sagen, so ist es eigentlich ganz gut. Dann ist das Zentrum zwar Schönborn oben, aber prinzipiell habe ich dann als Beste dabei. Ich könnte auch hier hingehen. Dann hätte ich. Ah, nee, das ist doof. Hier wäre ein Wohngebiet. Hier ist Aldi. Ach, ist das so gut? Ich finde das so gut. Okay, ich würde sagen, das hier ist prinzipiell da plus minus ist das, denke ich, ganz gut. Ich würde sagen, das nehmen wir. Fortfahren. Zonenname Infected Free Zone. Tutorial lassen wir an. Ressourcen würde ich mal ein bisschen hochsetzen, vielleicht. Dann wird es gleich leicht. Will ich gemütlich. Ich mache so ein kleines bisschen. Ist immer noch Mittel. Oder gehe ich. Oder mache ich so. Ich mache es so. Wir machen auf Mittel. Ein bisschen mehr, aber trotzdem Mittel. Okay. Start. Gott, ich habe Angst. Das Bild sieht doch cool aus. Kann man Screenshot machen. Ich werde es als Projekt machen. Ich gucke mal, wie detailliert das jetzt ist und ob das überhaupt spielbar ist. Habe ich schon wieder meine. Ich habe schon wieder meinen Kopfhörer rausgeballert. Darum höre ich mir nicht eben so. Hey, ist aber ruhig hier das Spiel. Okay, das erklärt. Ah, Musik, Sound. Cool. Oh, bitte lass mich irgendwas haben. Oh, es gibt ein Intro. Gucken wir uns erstmal an. Was wir Mad Virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive and unrestrainable. Soon later. The infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. That's what this is mini my creepy. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the infected. They all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters. Ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, that the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Ich hoffe, es ist spielbar. Ich hoffe, mein Dorf ist spielbar. Ich will meine Heimat versuchen zu survivalen. Das wäre so cool. We received a distant call. Oh, okay. This was the impulse we needed. Okay. Wer war das? Hat einfach irgendjemand gesagt oder was Regierung oder könnte ja auch ein Bait sein. Gibt ja genug böse Leute, die das wieder vielleicht triggern würden, damit, ne? Keine Ahnung warum.
Okay. Wir müssen erstmal unser Hauptquartier festlegen. Wie cool. Ich kann. Nein. Okay, das ist cool. Am Sportplatz? Lol. Alles klar. Drei werden? Was? Hier ist ein Sportplatz eigentlich. Das hier ist eigentlich ein Sportplatz. Also wir spielen quasi nicht eine Person, wir spielen eine Gruppe von Überlebenden und wir führen die quasi an. Genau, es gibt noch keine Berge. Es stand ja gerade im Hauptmenü auch da, was noch alles jetzt so kommt im Early Access. Auch, dass man Hügel und alles mit einberechnet, das soll noch kommen. Hier drüben ist die Chobau irgendwo. Wo ist sie? Hier ist sie. Man sieht auch, dass es halt auch eine Ebene, ne? Also da gibt es, eigentlich ist hier drüben, das hier, auf der anderen Seite der Brücke, das ist so ein Hang eigentlich. Ne? Also das ist halt alles noch eine Ebene momentan. Aber wir haben ordentlich viel Wald, wenn ich das sehe. Das ist schon mal richtig. Das hier sind eigentlich alles Wiesen. Aber gut, wenn die Leute ewig in Bunkern waren und alles drum und dran. Ja gut, dann sind die Wiesen und Felder jetzt wahrscheinlich ein bisschen überwuchert. Macht schon Sinn. Okay, dann sind das die Neubauten. Lol. In den Neubauten wohnt meine Oma. Aber ich werde nicht das Haus spielen, wo meine Oma wohnt. Das ist nicht so. Ich würde nicht mittendrin wohnen wollen. Das wäre, glaube ich. So als Base wäre es, glaube ich. Eigentlich ist das hier. Das hier ist eigentlich ein Hügel. Hier ist so die Waldgrenze. So hier ist so die Waldgrenze eigentlich. Das ist eigentlich großes Feld. Das sind zwei Villen. Eigentlich sind das zwei Villen. Ist natürlich jetzt hier ein anderes Asset drauf, ne? Ist klar. Hier sind Gärten. Okay, ich muss. Kann ich direkt in drei werden hier unten drinnen meine Base bauen? Das Gebäude liegt zu nah am Rand der Karte. Ah, okay, ich muss schon so ein bisschen im Zentrum. Da können wir nach Schönbrunn gehen, theoretisch. Okay, dann ist das hier oben die Fabrik. Die ist auf dem Hügel, das ist eigentlich mal früher ein Kuhstall gewesen. Wie geil. Das sind alles Wohnhäuser, das sind alles Wohnhäuser. Das sind alles Wohnhäuser. Hier ist die Post. Hier fährt man rein, dann ist hier die Post. Ist geil. Hier ist eine alte Schule. Wäre eigentlich ganz praktisch, ne? Das sind alles Wohnhäuser, das sind alles Wohnhäuser. Das hier müsste eigentlich eine Kirche sein. Hier ist ein Friedhof. Es ist so geil. Ich finde das so geil, dass man. Das ist halt. Ne? Das ist halt. Klar, die Assets sind halt andere. Normalerweise sind das alles kleine Einfamilienhäuser. Auf dem Dorf so, ne? Aber. Ist okay. Das Spiel nimmt halt die Assets, die es hat. Genau, hier hinten ist der Bauernhof. Okay, wir wählen also, wie wir es aus. Ha, in Schönbrunn umstarten? Ich fände es schon cool, unten in drei werden da. Ich glaube. Fun Fact: In einem unteren Neubau bin ich aufgewachsen. Da habe ich, wo ich ganz klein drin war, gewohnt. Müsste der hier gewesen sein? Ja, das sind alles. Man sieht auch, das sind vier separate Gebäude aneinander gepackt. Eigentlich sind das zwei riesenlange Neubauten. Komplett eine Ebene, also sehen gleich aus eigentlich. Ich würde auch nicht. Also hier unten, hier, wenn man hier oben drinne, dann hätte man schöne Aussicht, weil dann kannst du hier ein bisschen gucken. Hast viel offene Fläche. Das hier unten ist eine fette Fabrik. Hier, große Fabrikanlage. Da sollten wir auch. Hier sind auch die Schienen sind auch noch mit drinne. Leute, hier sind auch die alten Schienen sind hier noch mit drinne. Ach krass. Warte mal, gibt's dann auch? Nein, das gibt's auch. Die Bergbahn. Hier ist der Lokschuppen. Ja, und das geht durch den Wald. Auf der Schiene laufe ich so oft lang. Einfach nur Kopf frei kriegen, Musik in die Ohren, einfach nur hin und her laufen auf der Schiene. Oh, so geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Okay. Okay, ich würde sagen, wir starten in den Neubau. Mir gefällt der Gedanke. Vielleicht hier oben in so einem. Große Wiese. Hier haben wir auch gleich Wald, den können wir abholzen. Ne? Das sind eigentlich alles riesige Felder und Wiesen hier. Und eigentlich sind das Hügel, aber ist egal. Ich glaube, wir nehmen die Ecke. Dann könnte man. Da hätten wir schöne Sicht. Können auch hier gut verteidigen. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Und ich hoffe, dass wir hier viel Werkzeug und alles finden können. Ich hoffe, das Spiel suggeriert irgendwo,
dass hier irgendwo auch was mit Waffen ist. Weil eigentlich ist ja nichts mit Waffen. Ja, doch, warte mal. Warte mal. Wenn hier der Sportplatz ist, eigentlich, dann ist das hier. Das hier ist Teil der Fabrik. Das ist Teil der Fabrik. Das ist Teil der Fabrik. Das und das ist auch so semi-Teil der Fabrik. Das hier und das hier. Das ist so. Oh, da war ich noch. Da war ich noch klein. Das ist so Sportclub-mäßig gewesen, ganz früher irgendwann mal. Da könnte es vielleicht. Vielleicht suggeriert das Spiel. Ja, da könntest du halt Waffen finden, vielleicht. Weißt du, so Sportverein, ne? Vielleicht so Bögen und sowas, keine Ahnung. Wäre natürlich geil. Und ich bin nah an der Fabrik, wenn ich hier meine Base habe im Neubau. Achso, ich kann ja auch, ich kann ja, hier geht's, genau, das Berg, hier geht's berghoch die ganze Zeit. Dann bist du auf der Kuppe, dann geht's nach Seiversbach. Hier hast du einen Sonnenhof. Es ist so geil. Am Sonnenhof, ja, es ist so geil. Ja, okay, das sind eigentlich sehr edle Reihenhäuser. Das sind keine Hochhäuser. Aber ist okay. Umso mehr kann ich vielleicht looten. Ich finde das Grundprinzip von dem Faction Free Zone, dass es halt auf der Realität basiert. Es ersetzt halt so ein bisschen mit den Assets, die das Spiel mitgibt, klar. Aber du hast halt die Realität, du hast die reale Welt. Und in der kannst du versuchen, überall, muss aber bloß eine Adresse eingeben, zu survivalen. Ich würde das auch, ich würde jetzt schon, wenn, kann ich eigentlich, ich kann nicht rausscrollen so weit gerade. Selbst wenn, ich weiß nicht, wie lange ich es schaffe, hier überhaupt zu überleben. In drei Werten direkt. Ich würde es in Midweida, im Zentrum von Midweida, aber auch gern nochmal probieren. Das wäre halt irgendwo direkt hier. Hier. Also noch ein Stück. Das ist echt schwierig einzuschätzen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die Ecke. Ich finde die irgendwie ganz... Und die Ecke fände ich auch ganz... Okay. Dann fände ich die hier schon besser. Okay, das hier. Das sind eigentlich Garagen. Das sind halbe Hochhäuser. Ist okay. Wir nehmen jetzt die Ecke, komm. Bist du sicher, dass dieses Gebäude als Hauptquartier benutzt? Ja, möchte ich. Stopp, stopp, stopp. Erstmal anhalten. Okay. Bin ich irgendwo davor? Ja, bin ich. Scheiße. Okay, warte mal. Stopp. Stopp. So, dann seht ihr oben die Ressourcen noch. Nein, jetzt habe ich mich verrutscht. Oh, das ist da hin? Ich glaube. Okay. Sind sie noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Ja, wir suchen Essen erstmal. Verlassen zu sein. Wir müssen die umliegenden Gebäude nach nützlichen Ressourcen. Ja, ja, wir suchen nach Essen. Genau, Essen suchen. Plünderer-Ansicht. V. Ah, jetzt sehe ich quasi, was die Gebäude sind. Fragezeichen sind, glaube ich, normale Wohnhäuser. Wohnhäuser, Wohnhäuser, alles Wohnhäuser, alles Wohnhäuser. Nein, Sicherheitseinrichtung, 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 Sicherheitseinrichtung. Ich habe den Jackpot. Ich werde richtig survivalen. Hier hinten ist sogar eine Schule. Okay, da können wir Wissen finden. Forschungsmaterialien. Hier ist nochmal ein Wohnhaus. Okay. Ja, hier sieht man auch die Schienen. Hier. Hier, durch die Fabrik gingen früher immer übelst viele Schienen. Hier war noch schon ein kleiner Bahnhof quasi. Die Schienen gingen hier durch. Hier rüber über die Straße. Bis ungefähr hier, bis zur Bergbahn. Das war so, dann ging die hier aber auch runter. Hier lang. Hier Hauptstraße quasi drüber, über die andere Seite. Und dann Richtung Midweida. Okay, das ist aber ein Jackpot. Dass das Spiel sagt, dass diese ganzen, diese gigantische Fabrik hier unten als Sicherheitseinrichtung zählt. Dass es da so Sachen gibt, wie auch Munition, Waffen und alles. Das ist so ein Jackpot. Das sind Wohnhäuser. Das sind die Villen. Das ist ein Wohnhaus. Ja, das stimmt. Hier sind die Gärten. Das ist eine Gaststätte. Geschäft oder Restaurant. Das stimmt. Das ist auch eine Gaststätte in der Realität. Das stimmt wirklich. Das hier ist das... Also, das ist so ein kleines Strom... Kraftwerk klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es ist so ein kleines Stromhaushalt. Eigentlich ist... Ja, eigentlich geht hier... hier ist nochmal Wasser eigentlich. Der Mühlgraben ist quasi hier. So heißt der.
Und das erzeugt dann Strom. Hier ist quasi ein Wehr. Und das wird hier so ein bisschen semi rüber geleitet. Ist aber hier gar nicht mit drauf. Okay. Was ist das jetzt? Ein Baumarkt. Okay, das heißt, dort finde ich Werkzeug und Stuff. Okay, das ist cool. Ja, macht Sinn, dass man darin auch Werkzeug findet. Das aber als Baumarkt zu deklarieren, ist ein bisschen weird. Okay, innen drei werden unten drin. Zeig mal her. Alles Wohnhäuser, ja, das passt. Das ist kein Wohnhaus, das ist eigentlich eine Garage. Finde ich aber Benzin. Ja, passt. Eine Garage. Find mal Benzin. Ist gut. Okay. Hier sind auch, das hier sind alles Gärten. Hier sind alles auch Gärten, genau. Das ist eigentlich alles Wiese. Alles Wohnhäuser, das passt. So, Schönborn, alles Wohnhäuser, Wohnhäuser, Wohnhäuser. Schule, das passt. Das ist auch in der Realität eine Schule gewesen. Schon ewig her, aber es war eine Schule. Lehreinrichtung findbar. Der Kuhstall. Okay, der Kuhstall ist auch eine Lehreinrichtung. Ich weiß gar nicht, was da gerade drin ist. Das hat irgendjemand gekauft, diesen kompletten riesen Kuhstall, dieses riesen Komplex, und hat alles mit Solarzellen. Alles. Das Dach. Der hat das Dach sogar quasi verlängert mit Solarzellen nochmal. Ich weiß nicht, Lehreinrichtung. Ist da irgendwas, ist da jetzt irgendwas drin, sowas der Art? Ich würde es nicht ausschließen. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Da sind auch immer Autos, also. Haben wir jetzt ausgebaut zu Wohnungen vielleicht oder so? Keine Ahnung, also, okay. Der Einrichtung, cool. Das hier ist eigentlich nur ein Vier-Seiten-Hof, also so ein alter Bauernhof. Lehreinrichtung würde ich jetzt bezweifeln. Das hier ist dieser kleine Hof. Ja, die Semi-Psychiatrie, naja, die Psychiatrie kannst du nicht sagen. Ich weiß nicht, wie man das betiteln kann. Wie wenn du zu einer Kur gehst, quasi. Hier ist so ein Kurhof. Kurhof könnte man sagen. Ich glaube auch für die Psyche, also wenn du, ne, wenn sie angeknackst, dann kannst du hier ein paar Wochen, ein paar Monate kannst du hingehen. Das ist hier. Dazu wurde mir auch immer eine Geschichte erzählt, sogar. Ich glaube, der Bauer hat, seine Tochter war psychisch angeknackst sehr. Und der hat den Hof noch, aber der hat, ich glaube, zwei Gebäude, ich glaube, die zwei, dieser Gesundheitseinrichtung gegeben, nach dem Motto, ihr kriegt die, könnt das zu so einem Kurhof ausbauen, aber ihr nehmt meine Tochter auf. Es wurde mir immer erzählt. Dadurch haben die das damals da bekommen halt. Ist eigentlich auch schön, ne? Ist der Bauer gesagt, ja, aber nehmt meine Tochter auf, dass es ihr wieder besser geht. Dann könnt ihr die Gebäude haben dafür. Schon. Okay. Lol. Hier bin ich erst vorgestern rumgelaufen. Geil ist das. Hier hinten rum. Dann einmal hier. Oh Leute, ich kann auch ganz rausscrollen jetzt wieder. Jetzt, wo ich das gewählt habe. Wie geil ist das eigentlich? Ich würde so gerne mit weiter reinscrollen, aber das kann ich nicht. Also wir können quasi außerhalb dieses Kästchens. Wir können nur das Kästchen momentan bespielen. Und alles außerhalb können wir Expeditionen später senden. Wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ja, ich warte auf einen Mod, wenn du dann hier irgendwie, keine Ahnung, nochmal zwei Blöcke ringsrum spielen kannst. Kannst du das ganze Zentrum von Midweiler noch mitspielen. Also in Midweiler würde ich aber auch definitiv das mal probieren. Hier kommst du hoch. Okay. Hier ist der Markt. Hier ist Zentrum. Okay, wir spielen definitiv irgendwann mal hier im Zentrum noch eine Runde. Das Problem ist hier im Zentrum, ich habe kein Holz, ne? Ich brauche doch Holz. Ah, das ist cool. Okay, ich finde das Prinzip so cool. Das war so Bock. Okay, was haben wir noch? Was kann ich mir jetzt noch angucken? Die erste Folge ist ein bisschen. Die wird ein bisschen länger dauern. Genau, hier oben bin ich letztens lang gelaufen. Ja, okay, eine gepflasterte Straße ist es nicht. Also eine geteerte. Genau, hier ist der Bauernhof da oben auf dem Feld. Der ist eigentlich auch in so einem kleinen Tal, ringsum sind Hügel. Genau, hier kommt die andere Straße entlang.
Genau, hier bin ich letztens lang gelaufen. Hier, dann hier, dann hier. Es ist so geil. Hier ist eine alte Köhlerei. Die ist aber schon ewig nicht mehr. Die war, wo ich... Boah, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob die überhaupt, wo ich klein war, schon also überhaupt aktiv war. Hier ist eigentlich eine große Wiese im Wald. Die ist ungefähr hier so. Wie cool. Hier unten ist ein Wanderweg. Da bin ich langgelaufen vor ein paar Tagen erst. Mega geil. Ja, sogar die Schiene, sogar die Bergbahn, die Schiene geht durch den Wald. Hier ist der Bahnhof hinten von der Bergbahn. Das ist halt so cool. Also wenn, ich hoffe, eins der ersten Updates ist halt Hügel und so, dass wirklich die Topografie auch passt. Das wäre so gut. Das wäre so unglaublich gut. Das würde ich richtig feiern. Okay, also prinzipiell. Ich muss aufpassen, was ich sage. Das ist schwierig. Ich könnte noch so viel sagen, aber dann würde ich sehr viel verraten, wo was ist. Also von mir in der Realität, wo ich wohne und so, wo mein Haus ist. Ah, das ist schwierig. Ich muss aufpassen. Wäre vielleicht nicht so gut, wenn ich das mache. Okay, wir gucken mal ganz kurz noch. Also hier ist halt überall Wald, ne? Das ist halt alles gigantischer Wald. Hier oben, das hier ist ein Steinbruch. Der ist auch riesig eigentlich, riesen Steinbruch hinterm Wald. Genau, hier geht noch ein Wanderweg entlang. Ja, genau, genau. Das passt. Genau, hier geht auch ein Wanderweg entlang. Aber das... Ja, doch, das ist der. Hier ist dann so eine kleine Brücke. Kleine Metallbrücke. Da kommst du hier rüber. Hier ist eigentlich ein Bach. Direkt hier geht ein Bach entlang eigentlich. Der geht dann hier und hier lang, der Bach. Geht dann ungefähr hier durch und geht hier in den Schwimmbau. Genau. Hier ist Überschwemmungsgebiet. Das sind eigentlich keine Bäume. Gut, das ist natürlich... Wer weiß, wie viele... Ich will gerne wissen, wie viele Jahre... Waren die Leute jetzt in diesen ganzen Bunkern und Schutzräumen überall auf der Welt? Das wurde nicht gesagt, oder? Wie lange die jetzt alle versteckt waren? Im Trailer wurde das, glaube ich, nicht gesagt. Muss ich mal Blub fragen, ob das irgendwie bekannt ist. So, hier haben wir noch ein Stück von Seiversbach. Hier ist der Sonnenhof. Was haben wir da so? Oh, da haben wir Benzin. Benzin, hier sind Parkplätze, das stimmt. Garagen von den Häusern, ne? Benzin. Benzin ist super. Genau, hier komme ich auch mal hochgelaufen. Hier kann man auch schön eine Runde laufen. Hier ist so eine Delle, da ist auch nochmal ein Bach drin. Hier ist eine Bushaltestelle. Okay. Benzin. Benzin ist ja richtig gut. Oh. Landwirtschaftliches Gebäude. Landwirtschaftliches Gebäude. Benzin. Benzin, Benzin, Benzin. Benzin, Benzin. Holy shit. Benzin. Okay, ich glaube, ich habe echt ein gut... Also, ich glaube, das ist echt gut. Lehreinrichtung nochmal, aber es ist halt sehr am Arsch der Welt. Wo ist das? Okay, ich habe keine... Die Häuser, keine Ahnung. Die Häuser kenne ich. Ja, okay, das sieht man auf der Karte. Hier geht der Wanderweg lang. Genau. Das Haus hier, das liegt so hart in der Senke unten. Also, da möchte ich nicht wohnen, muss ich sagen. Weil ich, also im Winter hast du da kaum Licht. Die Häuser gehen, glaube ich. Ich bin nie hier hochgelaufen. Ich laufe immer hier lang. Ah, das ist gut. Die erste Folge dauert ein bisschen. Es tut mir leid. Bevor wir uns überhaupt hier mit dem eigentlichen Spiel beschäftigen. Also, ihr seht das gerade nicht, aber ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Ich könnte noch ein Stück hier runter, theoretisch. Aber das sieht dann vielleicht ein bisschen komisch aus. So, mal schauen. Hier hinter meiner Cam... ist es quasi das Squad-Panel. Wenn ich das aufklicke, wir haben momentan ein Squad. Das hier. Das besteht aus 4 Leuten. Die haben auch alle Pistolen. Kann man die umbenennen? Oh, ich wünschte, ich könnte die... Oh Gott, so eine Twitch-Integration. Das ist die Leute damit in... Das wäre geil. Agnes Meyer. Austauschen, aufteilen, auflösen. Status feuerfrei. Der Squad feuert automatisch auf jede Bedrohung, die in Reichweite ihrer Waffen kommt. Klicke hier, um Feuereinstellungen zu machen, okay? Ich würde ganz kurz aber auch schon mal... Ich speichere das erstmal. Das Gesicht immer wieder, ne? Ach stimmt, ich habe was getestet gehabt. Stimmt, da war was. Neue Speicherung. Das wollte ich nicht. Warte. Hier. Staffel 1. 3 werden.
Ich habe jetzt schon auch richtig Bock, da einfach in Midweida zu starten. Und zu gucken, wie das wird. Das können wir jetzt löschen. Das Testing kann ich auch löschen. Okay. Okay, cool. Dann habe ich das schon mal. Wähle einen Squad aus. Haben wir gemacht. Gebäude nach Dosen absuchen. Wie mache ich das? Rechte Maustaste? Kann ich mehrere auswählen? Ach hier. Shift. Reihenfolge. Ja, ja, ja. Ah, wie geil. Okay, wir durchsuchen erstmal die Häuser. Ich würde gerne noch mehr Squads machen. Ah, hier, Hauptquartier. Genau, wenn ich hier drauf bin, Hauptquartier. Neuen Squad erstellen. Ja. Wie viele Leute habe ich denn insgesamt? Wo sehe ich das? Wie sind die Ressourcen? Nahrung. Wohnraumkapazität 40 von 15. Ja, ein bisschen viel Leute hier. Wo sehe ich, wie viele Leute ich habe? Das hier oben? Ne, das ist das Escape-Menü. Ach, hier unten. 32 Leute. 32 Arbeitslose. Achte im Squad. Okay, jedes Squad besteht aus 4 Leuten quasi. Die laufen schon mal. Das sind die anderen, die haben auch alle Pistolen. Ich würde halt gerne direkt darunter. Ich glaube, ich schicke die über die Villen einfach. Warte mal. Ich glaube, ich mache 3 Squads, oder? Ich glaube, ich schicke die mal so. Ich würde noch einen Squad machen. Ich glaube, ich würde 3 Squads erstellen wollen. Und dann würde ich das hier hinschicken. Dann die Garagen. Ich glaube, ich mache das erstmal so, oder? Ich muss echt Stück für Stück vorgehen. Wir lassen auch erstmal langsam laufen. Genau, jetzt laufen die alle los. Man sieht die auch hier rumlaufen, ne? Und dann geht das los. Ach, warte mal. Stopp, 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 stopp. Hier. Gebäude, genau. Ich kann hier auch sagen, wir können quasi auch uns Gebäude claimen. Daraus einen Schutzraum machen. Die grundlegendsten Unterkunft, die Bürger nachts warm und sicher hält. Wir können ein Lager machen, dann erhöht sich unsere Lagerkapazität. Das Hauptquartier haben wir ja. Wir können auch Felder anlegen, eine Scheune bauen, Kochhaus, Dosenfabrik, Waffenfabrik, Werkzeugfabrik. Na, wir müssen halt, können natürlich auch eine Palisade dann bauen und alles und uns hier einbunkern, Türme. Und es ist so, es wird wohl immer schlimmer. Das heißt, je länger wir überleben, nachts immer schlimmer. Immer mehr kommt dann im Endeffekt. Das wird lustig. Ich lasse die erstmal hier ein bisschen plündern. Ich würde dann die, den oberen Neubau komplett erstmal claimen wollen. Würde ich sagen. Ich glaube, der Neubau ist halt als Place, wenn das wirklich so wäre, ganz gut. Sammel Metall, sammel Ziegel, sammel Holz. Ich würde erstmal die ganzen, hier, die ganzen Bäume. So, let's go. Genau, hier drauf. 10 Leute sind automatisch dabei. Wir können bis zu 40 rein. Ich würde einfach sagen, Max, der ganze Rest kann direkt, genau. Arbeitslose gibt es keine. 28 Leute sind am Plündern, also am Holzfällen. Okay, sehr gut. Enger meldet leicht belastende Zustände, aber wir halten durch. Sehr schön, sehr schön. Treverden läuft verdammt gut. Wenn ich meine Fabrik hier sehe. Sicherheitseinrichtung, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ich liebe Treverden. Treverden wird, geht es bis jetzt echt gut. Und ich denke, Treverden wird das packen. Ich habe Vertrauen in meine Siedlung. Kann auch sehen, ich werde hier noch öfters mal versuchen, mit neuen Updates dann immer wieder versuchen, eine Staffel zu machen, wo wir versuchen, Treverden zu survivalen. Ich lasse nur langsam laufen, weil ich halt nichts verpassen will. Okay, die haben schon ein paar Dosen gefunden. Guck mal, die finden gerade Dosen. Die haben aber plus 4 Space, also die können auch 4 was sammeln. Und die haben Munition gefunden. Cool, dann kommen die zurück und bringen das Zeug erstmal weg. Der Eingang ist eigentlich nicht an der Seite, ist vorne, aber ist okay. Ist okay. Ich glaube, Seite ist sogar echt gut. Okay, das haben sie. Sie haben das komplett geplündert. Dann würde ich sogar sagen, wir machen hier noch einen Schutzraum draus. Kann ich hier ein paar wegnehmen? Guck mal, so ein paar, dass wir hier einfach sagen, hier tun die anderen 3 schon mal den Schutzraum. Ein bisschen. Meine Grundschule ist nicht gespawnt und das Gymnasium ist verwagt.
Oh, der ist schlecht. Also bei mir sieht es echt geil aus, muss ich sagen. Es ist halt wirklich alles da, wie es, also wie es auch da ist. Das ist so geil. Ich feiere das so sehr. Gebäude geplündert, sehr schön. Also okay, die plündern gerade den unteren. Die haben noch. Die machen die kleinen Gebäude da oben. Okay, hier oben sieht man auch die Zeit. Wir haben noch nicht mal Mittag, also alles noch gut. Guck mal. Der Trupp hat bis zwei Pistolen, hat er nur Nahkampf. Was zum. Einige Läden oder Lagerhäuser zu überprüfen. Können wir machen, ja. Okay. Ist okay. Die haben Werkzeug gefunden. Lass mich. Okay, sie ist die Sprecherin der normalen Leute. Ich bin quasi das Militärmäßige. Überhaupt. Die haben Werkzeug gefunden und nochmal Dosen. Okay, cool. Okay. Und die haben aber bloß zwei Pistolen. Die haben dann keine Pistolen mehr. Okay, das ist ganz cool. Okay, die sind hier. Die Villen haben sie gemacht. Und den kleinen. Die paar Bauernhäuser. Das kommt jetzt zurück. Was haben die so geplündert? Munition, okay. Ich hoffe, das ist okay. Ihr könnt mir später auf YouTube oder so mal in den Folgen sagen, ob das schlimm ist, dass man das hier nicht sieht, hier oben. Wir haben 46, ich kann ja ab und zu mal sagen, 46 Holz, 12 Metall, ein Werkzeug jetzt. Das hier ganz hinten, da ist noch gar nichts. Also wir haben kein... Ich sehe es nicht mal. Material aus dieser Gruppe haben... Ja, ich kann nicht sagen, was da drin ist. Okay. Kann ich mit Leertaste anhalten? Jawohl, kann ich. Okay, auf den Berg komme ich nicht jetzt. Also da würde ich jetzt nicht hinrennen. Ich glaube, wir machen erstmal drei Werden unten im Dorf und checken da erstmal alles ab. Ich würde vielleicht... Wir haben Nachmittag schon. Ich würde jetzt nicht so weit weggehen mehr. Ich würde dann, glaube ich, eher zurück ins Hauptquartier und gucken, dass wir erstmal im Hauptquartier die erste Nacht hinkriegen. Ich lasse die erstmal noch ein bisschen looten. Du sollst... Okay, da ist noch Muni, das konnten sie jetzt nicht mitnehmen, oder was? Nee, die haben aber sehr viele Dosen. Ah, ich weiß nicht, ob wir noch das erste Sicherheitsgebäude hinbekommen. Sehr cool, die erste Fabrik wäre noch echt cool. Ich glaube, das schaffen sie nicht mehr, oder? Ich weiß nicht, ob es direkt losgeht, wenn Nacht ist. Das Ding ist, so viele von den Zombies sollten hier nicht aufkreuzen. Wobei, die kommen halt wahrscheinlich dann von außen, weil ich meine, hier ist Midweiler direkt, also... Ich hoffe, dass der Fluss aber trotzdem halt so ein bisschen als natürliche Barriere fungiert. Das wäre schon sehr angenehm. Wir müssen später auch Forschung noch betreiben. Kommt auch noch. Genau, die laufen jetzt noch darunter und holen noch das eine. Ihr seid durch? Ja, ihr seid durch. Dann geht mal zurück schon mal. Wie sieht's bei euch aus? Muni gefunden. Plündern 27%, ja 26. Ja, die kommen dann bitte auch zurück. Das reicht dann auch. Die gucken noch hier und dann kommen die auch zurück. Die Zivilisten kommen von selber dann zurück. Also gehen von selber dann wieder rein, wenn es dunkel wird. Ist schon tief. Was passieren wird. Wir können unsere Plünderaktion im Dunkeln fortsetzen. Aber das ist viel gefährlicher, als bis zum Sonnenaufgang zu warten. Kehrt ins Hauptquartier zurück. Kann das Hauptquartier zurück? Ja, doch. Besser ist. Auch die Arbeiter werden nach Hause zurückkehren. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Alle Zivilisten sofort wieder rein. Gut, die sind noch nicht fertig, ne? Nee. Nee, die sind noch nicht fertig. Erst zu 38%. So, kommen alle zurück? Ja, kommen alle zurück. Die sind auch noch nicht fertig hier? Nee, erst 16%. Okay. Die sollten jetzt in zwei Richtungen gut schießen können eigentlich, ne? LOL! Das kleine Wohnhaus da! In der Fabrik haben sich welche verbarrikadiert. Können wir prüfen, ja. Also nicht heute mehr, aber... So, es wird Nacht. Ich speichere schon mal, ich habe ein bisschen... Das ist jetzt Autospeichern, ne? Okay, dann nehme ich die Autospeicherung einfach so hin. Okay,
Okay, da haben anscheinend auch noch welche überlebt. Da haben sich welche barrikadiert. Ich find's cool, dass das alles schon relativ nah alles ist. Ich würde sagen, das war die erste Folge, oder? Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge.